Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bus Simulator 16. Ja, und hier ist mein Kontostand, das ist ja auch schon ziemlich viel, ne? Ja, und ich würde mal sagen, wir laden mal unsere Firma. Also eine 20-minütige Folge ist verloren gegangen, weil durch ein Betriebssystem-Update hat mein Aufnahmeprogramm irgendwie nicht mehr aufgenommen und ja. Also, gut, da habt ihr aber nicht viel verpasst. Das war zwar eine sehr lustige Folge, aber das ja, ist jetzt nicht so schlimm, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Gut, also dann haben wir hier so Leute, ne, die steigen wie immer in den Bus ein. Ein toller Ladebildschirm. Ich würde mal sagen, ich überspringe den wieder, ne, weil das ist ja sonst zu langweilig. Ja, da, oh, jetzt geht's aber schon los. Okay, dann überspringe ich den nicht. Aber beim nächsten Mal überspringe ich den. So, das hier, ja, Fahrer auf der bestehenden Strecke habe ich abgeschlossen. Aber das ist egal. Ich mache das jetzt nochmal, weil ich es ja nicht aufgenommen habe. Also das ist die Strecke hier, die müssen wir jetzt fahren. Beim letzten Mal habe ich, ach so, den Bus habe ich übrigens in Herbert umbenannt. Ja, kann ich ja kurz hier habe ich den Bus in Herbert umbenannt. Und hier könnten wir den anpassen, aber ich muss das Ganze ja nochmal machen. So, Hin- und Rückfahrt habe ich beim letzten Mal nicht gemacht, aber ich mache das jetzt einfach mal, ja. Um möglichst viele Ansehenspunkte während einer Fahrt zu erhalten. Setze immer den Blinkerbremse in der vorgegebenen Haltebucht, aktiviere das Absenken und öffne erst dann die Türen für deine Passagiere. Gut, das sollte ich mir mal merken, weil ich habe das nicht immer gemacht. Dann öffne ich die Türen, dann stehen die da draußen rum und steige nicht ein. Ich muss den Bus erst absenken. Weil die Leute sonst nicht einsteigen wollen. Naja. So, wir sind hier wieder. Ja, habe ich beim letzten Mal gezeigt. Ich weiß nicht. Habt ihr schon alles gesehen, ne? Oder was ist? Man kann Kaffee trinken. Nochmal? Ne, der Kaffee ist leer. Schade, der Kaffee ist leer. Und sonst noch was machen. Das ist ja cool, man kann Kaffee trinken. Boah. Achso, Polizei fährt hier auch manchmal rum. Hört man jetzt, aber vielleicht sieht man das noch. Sehen wir bestimmt gleich noch mal. Da hupt wieder jemand. So, ich halte einfach hier an, ich will das Tor zu machen. Was macht der denn da jetzt? Hä? Hallöchen, möchtest du deinen Bus scheuchen? In dieser Herausforderung musst du mehrere Ziele in Folge so schnell du kannst durchfahren. Ein Pfeil am oberen Bildschirm zeigt dir die Richtung deines nächsten Ziels an. Wenn du sie schaffst, erhältst du eine Geldbelohnung. Ich mach keine illegalen Busrennen. Ich mach doch keine illegalen Busrennen. Guck mal, da kommt schon die Polizei jetzt. Schau, ich hätte sie jetzt angehalten, weil ich brauche hier polizeiliche Hilfe. So. Der Bus blockiert das Tor jetzt natürlich. Aber wenn wir rausfahren, geht das automatisch zu. Oh, von daher ist das egal. So. So, weiter geht's. Die letzte Aufnahme hatte ich unterbrochen an dieser Stelle, aber das hat ja keiner gemerkt, ne? Achso.
So. Gut, blinkt mit E. Bus macht wieder komische Geräusche. Diesmal streame ich übrigens auch gerade live, aber noch ist kein Zuschauer da, deshalb ist das ja noch. Oh, jetzt ist ein Zuschauer da. Herzlich willkommen. So. Halte. Achso, ich muss zuerst den Bus absiegen, sonst beschweren die sich wieder. Ne? Ich möchte eine Fahrkarte kaufen. Der möchte eine Fahrkarte kaufen. Eine normale. Danke. Einen schönen Tag. Ich glaube, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. So dick sind sie doch gar nicht, oder? Na egal. Okay, zwei. Man kriegt halt zwei Fahrkarten. Ja. So. So. Vielen Dank. Ja, gern geschehen. Ich bin halt Busfahrer, ne? Das ist mein Beruf. So. Ja, dann fahren wir mal weiter. 1:40 haben wir noch Zeit. Und hier haben wir das Tablet, was irgendwie nicht an den Strom angeschlossen ist. St. Pauluskirche. Der bleibt einfach mal stehen. Da kann man ja mal hupen, ne? Leider kann man hier nicht unbegrenzt lange hupen, sondern nur so kurz. Aber so kann man das machen. So. Was fahren während absenken? Mein Bus ist. Oh. Ich wusste gar nicht, dass man fahren kann, während der Bus abgesenkt ist. Irgendwie ruckelt das gerade. Ich weiß nicht, was jetzt das Problem ist. Das lag bestimmt alles am Absenken. Weil ich den jetzt aufgesenkt habe, ruckelt das Spiel. Also, ja. Der ist zum Glück rot. Da kann sich das Spiel dann mal beruhigen, so ein bisschen. 10 FPS. Ja, das merkt man schon. Hallo? Warum ruckelt das denn jetzt so? Ja, ich muss mir wirklich mal einen neuen PC kaufen. Das kann so nicht weitergehen einfach. Das ist... Ja, der PC ist so langsam, der wird noch nicht mal die Ampel grün. Ich hatte das hier aber auf niedrig, ne? Dann stellen wir einfach auf sehr niedrig. Und ich hoffe mal, das hilft ein bisschen irgendwie. Das hat auf jeden Fall mehr Kontrast, ne? Irgendwie. Und es ist ein bisschen nebliger geworden noch. Aber mehr FPS ist da nicht drin irgendwie gerade. Ich glaube, das liegt daran, dass ich jetzt einen Livestream mache. Also eigentlich müsste der jetzt fahren, ne? Oh, deshalb fährt er nicht. Ja, habe ich gar nicht gehört. Da fährt da einfach so ein Polizeiwagen lang. Boah, ne, ich glaube, das funktioniert so nicht. mit dem Livestream, weil das ruckelt ja, da kann man doch nicht spielen, oder? Und das auf einer so schlechten Qualität. Also ich will ja jetzt hier mich nicht beschweren oder so, aber bei anderen Spielen mit einer ähnlichen Grafik habe ich eigentlich kein Problem damit, das zu machen. Also ich meine, das ist ja jetzt hier nicht die beste Grafik, ne? Und dann, wenn das dann trotzdem ruckelt, das ist ja... Guck mal, die Menschen ruckeln. Eine normale Fahrkarte, bitte. Eine normale, ja. Normal. Vielen Dank. Ja. Der setzt sich hin ganz ruckelig. Ich glaube, also jetzt erstmal hier nicht vergessen, Bus wieder aufzusinken. Oh, und die Haltestellenbremse habe ich vergessen, oder? Ach, ich muss noch ein bisschen üben anscheinend als Busfahrer.
Gut, das, ich muss mir einen neuen PC kaufen, das geht so nicht. Nächster Halt. Oder ein neues Spiel. Aber wieso ruckelt das denn? Ich verstehe das nicht. Hey. Was? Was habe ich gemacht? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich gucke mich selbst im Spiegel an und ich kann nicht erkennen. So. Jetzt habe ich wieder mehr FPS. Aber nur ein bisschen. Jetzt ist es aber spielbar. Ich verstehe das nicht. Woran liegt das denn jetzt? Vorfahrt achten, ne? Vorsicht, ich bin Busfahrer. Ich bin Busfahrer. Ich. Ach, okay. So. Nächster Halt. Die Ansage kommt immer erst, wenn man die Tür gerade so aufgemacht hat. Siehst du, dann brauchen die Leute auch dementsprechend lange, um auszusteigen. Oh, hallo. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, der geht da so rein und dann so, oh, da ist ja ein Busfahrer. Oh, hallo. Aber habe ich gar nicht gesehen, dass er ein Busfahrer ist. Oh nein, Tag. Ja, wenn er einfach nur sagt, eine Fahrkarte, wollte ich dann wissen, was er will. Dann gibt mir 10 Euro. 2, 4. Immer dieses Rechnen gibt's bei den anderen neuen Bussen vielleicht irgendwie so ein automatisches Kassensystem oder sowas, dass das automatisch das Rückgeld berechnet. Hallo, Victoria. Ja, diesmal sollte das übrigens auch mit geringer Zeitverzögerung ankommen. Dies ist der letzte Halt. Der letzte Bitte Halt. Vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Ich will doch gar nicht aus dem Bus aussteigen. Oh, Polizei, Vorsicht. Noch was, oder? Nee. Hier fährt... Pause. Was? Auf mich wartet jede Menge Arbeit. Ja, die reden da im Hintergrund immer so. Der muss jetzt nach Hause. Der Salzmann ist auch da, das ist toll. Hallo Salzmann. Vielen Dank, dass Sie mitgefahren sind und bitte kommen Sie beim nächsten Mal wieder. Gut, der hat sich jetzt. Hör mal, du Metallmann, ne? Ich bin hier Busfahrer und ich halte hier gerade an einer Bushaltestelle. Wenn du damit ein Problem hast, dann fahr doch dran vorbei. Aber hup hier nicht rum, okay? Danke. Ist ja eine Unverschämtheit. Ich zünd den gleich an, ne? So. Jetzt muss ich hier wenden, oder wie? Ja, anscheinend schon. Mal sehen, ob ich das schaffe. Och, ich sollte vielleicht gucken, ob hier jemand kommt oder so. Was? Blaue Straße? Oder? Das schaffe ich. Das geht schon. Das passt, ja. Oh nee, jetzt habe ich wieder dieses Ding geöffnet. Wie geht das wieder weg? Das Problem hatten wir schon mal, ne? Muss ich jetzt ernsthaft wieder in der Steuerung nachgucken? Was ist das für ein blödes Menü? Schnellmenü mit R. Kann man das nicht wegmachen? Entfernen? Ja.
Aber ich muss das ja wahrscheinlich erstmal beenden. Schließen dieses Menü. Och, jetzt habe ich da fast einen Mann überfahren. So, jetzt kann ich das aber wegmachen. Endlich.